ihr Lieben, das hier ist eines dieser Videos, für die ich mir eine Liste geschrieben habe, denn es kamen jetzt immer wieder Fragen, vor allem auf Instagram, zum Thema Schreiben, zum Thema Exposés, wie finde ich einen Verlag und so weiter und so fort. Ein paar persönlichere Fragen zu meiner persönlichen Einstellung gegenüber irgendwelchen Themen. Und ja, ich dachte, ich mache jetzt einfach doch ein Video dazu. Ich war mir erst nicht so wirklich sicher, ob ich es machen soll, einfach weil, und das gleich vorweg, ich bin halt einfach kein Profi. Also ich habe selbst gerade erst angefangen, so die Seite der Verlagswelt kennenzulernen. Vorher kannte ich sie nur als Bloggerin und weil ich selbst mal kurz im Verlag gearbeitet habe und jetzt als Autorin, aber da eben auch noch sehr, sehr frisch. Das heißt, das ist noch alles, ja, eine, ich sage jetzt mal, laienhafte Meinung, was ich gar nicht negativ meine, aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Ich versuche das Video so ein bisschen zweizuteilen. Also erst werden so allgemeine Themen kommen zu Exposé, Verlag finden und so weiter und so fort. Und dann wird es graduell so ein bisschen persönlicher, also mehr so meine persönliche Meinung. Wobei man auch sagen muss, dass alles natürlich persönlich geprägt ist. Also ich erhebe keinen Anspruch, dass irgendwas, was ich hier sage, hundertprozentige Allgemeingültigkeit hat, weil die kann ich euch einfach nicht geben. Ihr werdet überall leicht was anderes hören, aber ja, vielleicht bringt es euch ja doch was, aber das einfach so vorweg als Disclaimer. Ist es natürlich alles von meinem persönlichen Eindruck gefärbt und ich kann auch nur von dem berichten, was ich bisher erfahren habe. So, wollte ich noch etwas sagen? Nein, ich glaube, das war's. Dann geht's los! Die allermeisten Fragen kamen wahrscheinlich zum Thema Exposé. Wie schreibe ich ein gutes Exposé? Wie schreibe ich eine gute Zusammenfassung? Was muss in ein Exposé? Und so weiter und so fort. Vielleicht erstmal vorweg, ihr könnt euch ja vorab informieren, wo die Reise für euer Buch hingehen soll. Also wollt ihr zu einer Agentur, wollt ihr zu einem Verlag? Und am besten informiert ihr euch dann auf der jeweiligen Website erstmal, was es für Anforderungen an das Exposé gibt und auch an die Leseprobe. Wie viele Seiten sollt ihr schicken? Wie viele Seiten soll das Exposé haben? Und dann habt ihr einen ungefähren Rahmen. Also die meisten Sachen kann man sich googeln. Ich sag mal so die Hard Facts. Ansonsten, was Zusammenfassung angeht, ich persönlich macht es auch nicht so super gerne. Also ich schreibe einfach nicht so super gerne Exposés, aber ich merke auch einfach, dass sie mir helfen. Sie helfen mir halt dabei zu gucken, ob der Plot an jeder Stelle stimmt und ob irgendwo noch Lücken sind, ob alles gut verständlich ist. Und das ist auch eigentlich mein Tipp, schreibt erstmal wirklich so alles runter. Das liest sich dann nicht besonders gut, es liest sich sehr protokollartig und dann könnt ihr es immer weiter einkürzen und auf das Nötige herunterbrechen, was man braucht als Mensch, der dieses Buch überhaupt nicht kennt, um es zu verstehen. Ansonsten gibt es natürlich so, ja, kleine Formalitäten, wie das im Präsens geschrieben ist und so weiter, aber die findet ihr wirklich alle online. Also da brauche ich euch jetzt nicht mehr sagen, was auch online steht, weil das da wirklich alles auffindbar ist. Und dann natürlich noch so Sachen, ja, Kurzinfos ganz oben hin. Also wie heißt ihr? Wie heißt euer Buch? Ist euer Buch Teil einer Reihe? Wie viele Seiten wird es im fertigen Zustand umfassen oder umfasst es schon, falls ihr schon fertig mit dem Schreiben seid? Und ja, falls es Optionen auf Fortsetzungen gibt, könnt ihr das auch noch mit da reinschreiben. Was ist die Zielgruppe eures Buchs? Welches Genre hat es? All diese Infos könnt ihr an den Anfang stellen. In meinem Exposé hatte ich die ganz oben. Dann hatte ich so einen Mini-Pitch aus 3, 4 Sätzen, der ganz, ganz kurz das Buch anteasert. Und dann ging es los mit, ich überlege gerade, hatte ich zuerst Protagonisten oder Inhalt? Ich glaube, ich hatte zuerst die Protagonisten und dann den Inhalt, also eine kurze Zusammenfassung des Inhalts, einfach um alles Wichtige sozusagen schon mitzugeben. Was ich auch nur raten kann, ist es jemandem zum Gegenlesen zu geben. Das habe ich auch gemacht. Einfach, also zum einen vielleicht um Rechtschreibfehler nochmal auszumerzen, die ihr noch drin gelassen habt, aber auch um zu gucken, ob man, wenn man das Buch nicht im Kopf hat, die Idee auch versteht. Und da wird dann hoffentlich schon mal Kritik zurückkommen zum Inhalt und einfach dazu, ob alles verständlich ist, ob an irgendeiner Stelle noch was fehlt, ob irgendwas raus kann, weil es ein bisschen, ja, irrelevant an dem Punkt ist. Mir hat das sehr geholfen. Ich habe mein Exposé, weiß nicht, wie viele Fassungen ich hatte. Kennt ihr das bei Hausarbeit? Man schreibt dann final, 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 wirklich fertig. So ungefähr sah das bei mir aus. Ich hatte dann am Ende so 7, 8 Versionen meines Exposés und mit der letzten war ich dann zufrieden und habe sie rausgeschickt, zusammen mit der Leseprobe. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Info zu euch. Also wie kann man euch kontaktieren, wenn das Exposé dann gefällt, und ja, so Sachen wie so Normseiten und so, aber das, wie gesagt, alles online, da findet man auf super vielen Seiten echt alle Infos. Eine fast ebenso häufig gestellte Frage war, wie finde ich eine Agentur oder einen Verlag? Wo soll es überhaupt hinschicken? Agentur, Verlag? Wo ihr es hinschickt, ist natürlich euch überlassen. Ihr müsst wissen, ob ihr gerne eine Agentur hättet und eine Agentin oder einen Agenten, der euch vertritt, oder ob ihr gerne den direkten Weg über den Verlag geht. Die Entscheidung kann euch halt niemand abnehmen. Grundsätzlich ist es zu empfehlen, ich sage die ganze Zeit Google, aber schon wieder zu googeln, wo euer Buch überhaupt hinpasst, wo ihr hinpasst, auch als Mensch, denn es ist ja auch wichtig, dass ihr euch persönlich dort wohlfühlt.
und gerade bei einer Agentur auch mit der Agentin und dem Agenten gut klarkommt, weil das wird dann ja ein sehr, sehr enger Arbeitspartner eigentlich von euch und ihr wollt gemeinsam das Beste aus eurem Buch rausholen. Und mir ist sowieso diese menschliche Komponente immer super wichtig, einfach um glücklich zu sein, wenn ich arbeite. Also das ist bei mir immer so ganz, ganz oben an erster Stelle. Und dann müsst ihr natürlich auch schauen, wo es genremäßig reinpasst und so. Ihr habt ja bestimmt irgendwelche Vergleichstitel, die vielleicht halbwegs ähnlich zu eurem Buch sind und könnt euch da dann so ein bisschen langhangeln, wo ist die Person mit ihrem Buch gelandet und euch da einfach ein bisschen informieren, wo eure Geschichte gut unterkommen könnte. Und ich koppel die Frage so ein bisschen mit der anderen. Da kam noch häufiger, ob es besser mit einer Agentur oder ohne eine Agentur ist. Das ist halt super individuell und das will ich euch gar nicht beantworten oder nicht für euch beantworten, weil es wirklich so eine individuelle Entscheidung ist. Ich persönlich fühle mich mit Agentur wohler. Ich habe mein Buch damals trotzdem direkt an den Verlag geschickt und dann kam die Agentur erst später. Ich meine, sowas geht ja auch. Ich würde meine Agentin trotzdem nicht missen wollen. Also mein Buch ist jetzt noch nicht mal draußen, aber sie hat halt einfach trotzdem schon viel gemacht und sie ist halt eine Ansprechpartnerin für mich, die ich immer erreichen kann und die mir immer hilft. Und im Idealfall, ich meine, klar, ihr bezahlt eure Agentin auch, aber im Idealfall kriegt ihr auch bessere Verträge mit ihr. Und was auch ein riesengroßer Pluspunkt ist, wenn ihr nicht super vernetzt in der Buchbranche seid, eure Agentin oder euer Agent ist es, weil das die Person ist mit jahrelanger Berufserfahrung in der Branche, mit all dem Vitamin B, das ihr vielleicht nicht habt und all den Kontakten. Und das ist auch die Person, die auf euer Exposé gucken kann und sagen kann, hey, da wird es hinpassen und vielleicht suchen die ja sogar noch sowas. Ich kann nur aus der Perspektive berichten, ich kann also halt nicht sagen, wie es ist, wenn man es komplett ohne Agentin macht. Ich habe meine Rückmeldung damals auch direkt vom Verlag bekommen, hatte dann erst die Agentur, also der Weg geht auch, aber war dann umso froher trotzdem, dass ich dann die Agentin an meiner Seite hatte. Dann kam super auf die Frage, wie ich plotte, beziehungsweise wie man plottet. Ich persönlich plotte mit dem 7-Punkte-System von Dan Wells, da verlinke ich euch einen Beitrag mal unten in der Infobox, den ich damals benutzt habe, um das so ein bisschen zu hinterblicken. Und ich finde, damit kann man schon sehr, sehr viel lösen. Auch nicht alles, aber es ist ganz gut, um so eine grobe Plotstruktur zu bekommen. Und zwar, also ihr könnt es im Beitrag nochmal richtig nachlesen, aber grob teilt sich das so auf. Und das sagt 7-Punkte-Struktur auch schon so ein bisschen. Man hat einen Aufhänger, dann hat man eine erste Wendung, einen ersten Kniff, einen Mittelpunkt, einen zweiten Kniff, eine zweite Wendung und dann die Auflösung. Das sind dann 7 Punkte. Und Dan Wells sagt, man soll mit Punkt 7 anfangen. Also eigentlich fängt man an, das Ende zu plotten. Wo will man am Ende sein? Was ist die Endauflösung? Dann plottet man Punkt 1. Was ist so komplett konträr zu deinem Ende? Also wo sollen deine Protagonisten am Ende sein? Wie sind sie in ihrer Charakterentwicklung? Und dann drehst du das Ganze um 180 Grad und fängst da an. Und danach plottest du quasi den Weg dahin. Und das ist in dem Beitrag eigentlich ganz gut erklärt, was für Punkte man da so beachten sollte. Und bei mir hat es bisher super gut funktioniert. Man kann das noch viel, viel feingliedriger machen. Also ich plotte immer erst mit dem 7-Punkte-System. Dann gehe ich auf die einzelnen Kapitel und mache mir so grobe Pläne, was in den Kapiteln passieren muss. Was ich auch mache, das zähle ich aber nicht so ganz zum Plot mit rein, sind so Sachen wie Pinterest-Boards erstellen. Aber das ist mehr so unterstützend, um Dinge voranzubringen und Gedanken irgendwie und Ideen irgendwie weiterfließen zu lassen, aber ich würde es nicht richtig so mit ins Plotten reinbeziehen. Und was ich auch immer mache, ist mir einen Sparring-Partner zu suchen und einer Person meinen Plot runterzubrechen und dann attackiert sie ihn. Und dann stellt sie fiese Fragen und versucht jede Lücke daraus zu picken. Und dann merkt man, wo es noch nicht stimmt und dann spinnt man weiter. Und dann irgendwann hat man jede kleine Lücke gestopft und alle Puzzleteile zusammengeschoben, hoffentlich. Und dann merkt man irgendwann beim Schreiben, dass es doch noch irgendwas fehlt. Und dann ändert man es nochmal. Aber es hilft halt total, wenn ihr ähnlich wie beim Exposé eine Person habt, die so ein bisschen mit drauf guckt und die euch sehr, sehr kritisch alle möglichen Fragen stellen kann. Und das tut dann manchmal weh, wenn man so denkt, ich dachte, ich wäre schon fertig, aber es hilft halt total, da nochmal voranzukommen. Dann wurde ich noch gefragt, wie ich Charaktere entwickle, ob ich mit Steckbriefen arbeite oder so. Bei mir ist es oft so, dass die Figuren als erstes da sind bei einer Geschichte. Oft auch schon in irgendwelchen gewissen Szenen, aber tatsächlich habe ich meist die Figur und die Person zuerst im Kopf und arbeite mich dann da so ein bisschen lang. Also ich mache schon auch so Steckbriefe, einfach um mir auch alles zu behalten, wie sie aussehen soll, was so ihre kleinen Ticks sind, was ihre Hobbys sind und ihr Lebensweg und so weiter. Und was ich auch manchmal mache, einfach um den Charakter so ein bisschen besser kennenzulernen, bevor ich losschreibe, ist, dass ich diese Art Kurzgeschichte, so einen Tag im Leben des Charakters schreibe. Also so morgens aufstehen, einmal Alltag erleben, wie reagiert die Person auf Dinge, was nervt sie im Alltag, was sind ihre Hobbys und ja, so die kleinen Banalitäten des Tages. Und das hilft mir dann auch, so Sachen rauszufinden, die ich dann in Bücher einfließen lassen kann. Ein
hoffentlich nicht spoilern, das Beispiel aus Breakaway, das ich jetzt fertig geschrieben habe, das setzt nach etwas an, was dem Charakter geschehen ist, aber ich habe trotzdem all die Szenen geschrieben, wie es ihr geschehen ist, um sie besser verstehen zu können. Also die Szenen tauchen nicht im Buch auf und so weiter, aber ich habe ihren alten Alltag vor dem, was geschehen ist, habe ich trotzdem geschrieben, um halt zu wissen, wie sie da war und wie sie sich dann verhält und wie sie am Ende rauskommt. Also einfach, um ja so ein bisschen besseres Verständnis für sie zu haben und auch zu verstehen, warum sie später auf Dinge reagiert, wie sie reagiert, damit es für mich einfach schlüssiger ist. Ich hoffe, das hat jetzt gerade Sinn ergeben. Und was dann natürlich auch noch hilft, sind so Moodboards auf Pinterest. Die mache ich auch immer, weil ich sie einfach gerne mache. Dann, das ist so meine Art des produktiven Prokrastinierens. Dann kam noch die Frage, wie man auf Ideen kommt oder wie ich auf Ideen komme. Ich habe noch das Glück, dass ich noch sehr, sehr viele Ideen habe, die ich unbedingt umsetzen will. Deswegen war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich mich hinsetzen musste und so denken musste, oh mein Gott, ich brauche jetzt eine Idee. Woher ich bisher so meine Ideen nehme, ist super viel einfach aus dem Alltag. Das können wirklich kleine Dinge sein. Ich bin ein sehr verträumter Mensch, also auch so Level, ich fahre Tram und vergesse auszusteigen, weil ich mit dem Kopf komplett woanders war. Und das, also ich habe immer irgendwie Geschichten im Kopf, auch schon so in alltäglichen Situationen. Was mir auch hilft, wo mir super viele Ideen kommen, Pinterest, also generell Bilder und andere Kunstwerke, seien es jetzt Bilder oder Videospiele oder auch einfach Musik. Also gerade irgendwelche gewissen Lieder, weniger der Text als vielmehr so die Stimmung und was ich dabei fühle, helfen mir oft irgendwelche Startsequenzen für ja, Szenen oder irgendwelche Bücher zu haben. Und voll oft, wenn ich was sehe, mich halt so frage, wie kommt das dahin, was würde passieren, wenn, so diese Gedankenspinnereien einfach. Es gibt auch super viel Kreativübungen online, wo man einen Satz bekommt, man muss ihn einfach weiterspinnen. Sowas habe ich früher richtig oft gemacht. Ich gucke gerade dahinter, da habe ich so eine kleine Writer's Toolbox, die hat mir eine Freundin geschenkt. Da sind auch so kleine Kreativspiele einfach, wo man so aus Stäbchen so einen Satz bekommt und dann legt man den immer weiter und spinnt daraus so eine Geschichte. Und was auch hilft, ist Lesen. Ich meine jetzt nicht, lest ein Buch und bekommt die Idee, oh mein Gott, das schreibe ich genau so, sondern eher so, findet heraus, was euch gefällt und was ihr gerne lest und dann auch logischerweise gerne schreibt. Also im Idealfall schreibt man ja ein Buch, das man selbst gerne lesen würde und man selbst ist so ein bisschen die Zielgruppe des Buchs und dann könnt ihr euch ja einfach überlegen, was euch gerade noch fehlt in eurem Genre, das ihr gerne lest oder was für einen Charakter ihr gerne hättet. Was ist so die Story, die ihr gerne mal in eurem Kopf haben würdet beim Lesen und dann schreibt ihr sie einfach. Ich sage einfach, als wäre es einfach. Es ist natürlich nicht einfach. Dann kam noch eine Frage zu meinem Schreibprogramm, Scrivener, Punkt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Scrivener hat super viele Funktionen, die ich quasi alle nicht nutze. Ich benutze es wirklich nur zum Schreiben und ich habe es mir während des NaNoWriMo gekauft, weil es dann auch günstig war und ich finde es einfach schön. Also ich bin aber auch der Meinung, man kann überall schreiben. Ich habe den Anfang von Breakaway, ich glaube sogar die ersten 50.000, 60.000 Wörter, habe ich einfach in Word geschrieben. Also schreibt einfach. Es ist wirklich, ich würde es jetzt vielleicht nicht von Hand alles auf dem Papier schreiben, es sei denn, ihr tippt gerne ab. Aber ansonsten, ob ihr es am MacBook auf Pages schreibt, im Windows-Rechner auf Word oder im Google Doc oder so, ist es wirklich egal. Denkt nur daran, Backups zu machen. Backups sind euer Freund. Dann kam die Frage, was bei mir zuerst da ist, Charakter, Plot und so weiter und so fort. Die Frage kann ich auch einfach nur mit unterschiedlich beantworten. Ich habe ja gerade schon gemeint, super oft sind Charaktere zuerst da. Manchmal habe ich aber auch eine gewisse Szene konkret schon im Kopf. So ist es jetzt gerade bei Fadeaway gewesen, den Teil, wo ich gerade schreibe. Da hatte ich einen Charakter schon im Kopf. Mir fallen die Frauen irgendwie immer zuerst ein. Dann hatte ich eine Szene mit diesem Charakter und wusste von, also die Szene findet im ersten Drittel statt. Das war aber nicht die Startsequenz des Buchs, aber da drumherum konnte ich dann wirklich alles bauen, weil mir die Szene schon so viel über sie verraten hat. Und dann kam er irgendwann auch noch dazu und dann hat alles irgendwie gepasst. Also so Sachen sind das oft bei einem anderen Projekt, was nicht New Adult ist, woran ich gerade plotte, war es so, dass ein Ort zuerst da war. Und das fand ich ganz spannend, weil ich das vorher noch nie hatte. Da hatte ich einen Ort sehr, sehr, sehr konkret im Kopf. Will jetzt nicht sagen, warum, weil dann spoilert das schon ein bisschen was vom Inhalt. Aber der Ort war da und habe ich mich gefragt, warum und was passiert an diesem Ort und wer könnte dort sein. Und dann war das war zum ersten Mal, wo das Setting zuerst da war. Also ist echt immer unterschiedlich. Dann kam die Frage, wie ich das Schreiben in den Alltag unterbringe. Und ich verstehe die Frage vollkommen. Ich habe die früher nämlich auch immer gefragt. Und ich habe auch mal so eine Lovely Books Leserunde, da war ich mal dabei mit Mona Kasten, da habe ich die Frage auch gefragt. Und mittlerweile hat sich die so ein bisschen erübrigt für mich, weil, also ich verstehe, woher sie kommt, aber es ist bei mir halt auch einfach so, wenn ich
auf die Arbeit gehe und ich arbeite im Marketing und wenn ich da Texte für einen Kunden schreiben muss oder ich muss irgendeine Aufgabe machen, dann mache ich es halt, weil da ein Zwang da ist. Ich weiß halt, ich muss es machen, weil der Kunde erwartet, dass es pünktlich fertig ist. Und wenn ich keinen Bock habe oder im Nachmittagstief bin, ist es total egal. Ich muss es halt trotzdem machen. Ich habe eine Deadline. Die Deadline ist meistens am gleichen Tag und es muss fertig sein. Und wenn es 2000 Wörter sind, müssen es 2000 Wörter sein. Wenn es ein 400-Wort-Text ist, habe ich Glück und es sind nur 400 Wörter. Und genauso ist es halt eigentlich auch beim Schreiben. Ich verstehe, dass es schwieriger ist, weil es halt ein Hobby ist. Aber wenn ihr ein Instrument lernt, müsst ihr ja auch regelmäßig üben. Und wenn ihr... Warum fallen mir keine anderen Hobbys mehr ein? Weil ich nur Bücher als Hobby habe. Wow. Ja, aber ich glaube, ihr versteht so, was ich damit sagen möchte. Ich habe mich halt einfach gezwungen. Und ich glaube auch nicht so wirklich dran, an dieses, ich muss inspiriert sein, um zu schreiben. Weil im Endeffekt ist Schreiben auch ein Handwerk. Ich glaube schon, dass es Tage gibt, an denen man in einer super guten Verfassung ist und super inspiriert und dass man dann besser schreibt. Und ich habe das in dem Livestream damals schon verglichen mit Sims, falls ihr Sims 4 kennt. Da haben wir so verschiedene Stimmungen und wenn die inspiriert sind, schreiben die inspiriert und dann schreiben die schneller. Aber sie schreiben halt auch, wenn sie nicht inspiriert sind und du sie zwingst. Dann setzen sie sich auch an den Schreibtisch und schreiben. Und ich bin dieser Sim. Ich zwinge mich selbst, mich an den Schreibtisch zu setzen oder hier auf die Couch und zu schreiben. Das entromantisiert, glaube ich, so ein bisschen die Vorstellung vom Schreiben. Aber nur so wird halt ein Buch daraus, wenn man sich halt immer hinsetzt und irgendwie eine Routine und Schreibsolz und das einfach einhält und Wörter schreibt. Und das Ding ist, wenn sie schlecht werden, werden sie halt überarbeitet. Ihr müsst sowieso nochmal überarbeiten. Also mittlerweile zwinge ich mich tatsächlich einfach zum Schreiben. Und es ist ja auch nicht so, als hätte ich jeden Tag Bock aufs Schreiben. Das stimmt halt auch nicht. Es ist halt eins meiner schönsten und liebsten Hobbys. Aber wenn ich nach der Arbeit manchmal einfach nur fertig bin, habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann setze ich mich halt trotzdem noch hin. Und wenn es nur 500 Wörter werden, habe ich halt 500 Wörter mehr als null. Ich hoffe, das war jetzt nicht ernüchternd, aber es ist halt, es gibt keine Zauberformel von wegen, so schafft ihr Zeit zum Schreiben. Ihr schafft euch Zeit, indem ihr euch die Zeit nehmt. Das ist genauso wie beim Sport. Und ich weiß, dass man sich oft in so Sachen flüchtet, und das klingt jetzt gemein, aber man flüchtet sich oft in so Ausreden wie, ja, aber ich habe halt keine Zeit. Und das habe ich halt auch jahrelang gemacht. Ich habe auch neben der Uni, ich habe immer geschrieben, aber es hat ewig gedauert, bis ich ein Buch fertig hatte, weil ich halt immer meinte, ja, aber ich habe jetzt die Uni und dann habe ich noch einen Nebenjob, das schaffe ich es abends nicht mehr. Aber man schafft es halt. Wenn ich auf meine Screentime gucke bei Instagram oder gerade jetzt in Corona-Zeiten, wie viel Zeit ich am Handy verbringe, könnte ich wahrscheinlich auch jetzt noch viel, viel mehr schreiben. Man schafft es immer irgendwie. Es ist halt nur schwer, weil man... Bei mir war es halt immer so, beim Bloggen habe ich sofort ein Ergebnis gesehen. Der Beitrag konnte sofort online. Bei einem YouTube-Video schneide ich das und es kann online. Es kommt sofort Feedback. Bei einem Buch schreibe ich monatelang. Dann dauert es noch ewig, bis es raus ist. Und wenn ich Pech habe und kein Bock auf Self-Publishing, kommt es halt nie raus und dann dauert es ewig. Und das ist, glaube ich, sehr ernüchternd. Aber wenn man sich das klar gemacht hat, kann man sich so da durchkämpfen. Das war sehr viel Gerede für eine eigentlich einfache Frage. Ich hoffe, das war okay. Und dann noch als letztes eine Frage, die ich ganz, ganz kurz aufgreife, auch so ein bisschen, weil diese Cover-Debatte gerade beim Lux Verlag ja kam, war nur die Frage, ob man Mitgestaltungsrecht beim Cover hat. Da kann ich wieder nur persönlich für mich sprechen. Ich bin erst bei einem Verlag und das ist der Lux Verlag und ich hatte Mitsprache und Mitgestaltungsrecht tatsächlich und durfte da mitentscheiden. Das spreche ich auch nur an, weil ich das irgendwie super oft gefragt wurde bei dieser Cover-Debatte, aber ich bin beim Cover super happy und durfte mitentscheiden und bin sehr, sehr froh, dass es aussieht, wie es aussieht. Und ja, aber das ist wie gesagt halt mein sehr persönliches Wissen, was ich halt teilen kann, weil ich ja auch erst einen Verlag kenne. Ich habe keine Ahnung, wie es bei anderen Verlagen aussieht. Und ja, hoffe, das Video hat euch trotzdem etwas gebracht. Es kam mir vor, als hätte ich voll wenig geredet, aber ich gucke da oben auf die Zeitanzeige und es sind einige Minuten. Mal gucken, ob ich das runtergeschnitten bekomme. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle beantworten kann, weil ich, wie eingangs gesagt, halt auch erst so kurz dabei bin. Und ja, kann aber ja vielleicht mit mehr Wissen, wenn mein Buch dann irgendwann erschienen ist und ich das Lektorat durchlaufen habe und all sowas, nochmal mehr Fragen beantworten. Und ansonsten danke fürs Zusehen, danke für eure Fragen, danke für die super vielen Interaktionen seit der Buchveröffentlichung. Es ist so seltsam, weil das Buch ist halt schon fertig und es kommt im November und ich bin gefühlt so tausend Dinge am Tun und durch die Nachrichten halte ich aber immer mal wieder kurz inne im Alltag und denke so, stimmt, da kommt was und es ist irgendwie total schön, weil man selbst das dann schon wieder
voll verdrängt hat und so in seiner Arbeit versinkt und im Alltag. Und ja, das macht mich dann immer wieder glücklich. Also danke dafür. Jetzt klappe ich meinen Fragenkatalog zu und wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!